Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Sieben Berge unterwegs in unserer Seasons-Variante. Wir sind bereits in Folge 37 und haben festgestellt, dass wir beim Schwadern gemischte Bahnen machen. Das ist das, was wir letztes Mal noch hingekriegt haben. Ich versuche jetzt natürlich die Bahnen mal nicht zu mischen, indem ich genau hier an der Grenze lang gehe. Ab und zu habe ich da einen Strohstuppen mit drinne. Da muss man nicht mal gucken, wie die Ballenmaschinen es dann aufnehmen. Da seht ihr, es war wieder so ein kleiner. Ich will da gar nicht so weit rüberfahren. Ich mache hier lieber einen kleinen Knick rein und lasse es sein und mache gleich den Heustreifen extra. So, fahren wir wieder ein Stückchen weiter rüber. So, ja, was liegt natürlich in der Folge an? Ja, ganz einfach. Wir machen jetzt Schwadern Heu. So simpel ist es. Weil das ist ja genau das, was jetzt hier anliegt, wie ihr seht. Da werden wir wahrscheinlich ein paar kleine Stuppen an Gras drin haben, weil wir haben eine schmale Spur Gras noch, die die ganz dicht dran war und von der Breite her dementsprechend vom Schwader nicht mehr erwischt worden ist. Ihr seht hier, sind ein paar kleine helle Stuppen dazwischen. Aber wie gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir werden jetzt wohl noch so 3-4 Bahnen fahren müssen mit den Seitenresten da und dann haben wir schon. Da seht ihr wieder ein heller kleiner Stuppen kommen. Das ist halt ein bisschen Heu, was in die Grasspur geraten ist. Ich schätze mal, das wird einfach liegen gelassen und der die Ballenmaschine wird das aufnehmen, was sie als erstes aufgenommen hat und als erstes den Ballen mitbestimmt hat. Oder die nimmt das mit auf und tut einfach so, als wenn das auch Gras wäre. Das ist jetzt die Geschichte. Wir werden jetzt hier den bunten Streifen erleben. Jetzt kommt da Gras zwischen. Ihr seht ja, da war auch ein kleiner Spittel Gras dabei. Genau wie wir jetzt hier am Anfang auch Strohstreifen mit drin. Heustreifen mit drin haben, wollte ich sagen. So, gut. Und hoch geht das Ganze. Wieder Glück, dass gerade kein Verkehr da ist. Und wieder runter das Ganze. Und dann werden wir hier die nächsten Spuren machen. Und dann werden wir heute auf jeden Fall schon mit den Ballen anfangen. So einfach ist es. Ich schätze mal, ich werde andersrum anfangen. Das heißt, hier, wo wir jetzt gleich enden werden, werden wir auch anfangen. Wir werden wohl als allererstes die Heuballen machen und die Heuballen auch erstmal abtransportieren und dann ist die Sache erledigt. So einfach ist das. Und da müssen wir uns nur passende Lagerplätze suchen. Wir hatten ja unsere eigene Halle da dementsprechend. Ich werde, wenn wir mit dem Schwadern hier durch sind, die Schwader auch neben den CETA abstellen und nicht wieder in der gleichen Halle. Dann kann das sein, dass wir da den Hänger und den Drescher rausnehmen. Dafür hätten wir draußen ja theoretisch gesehen noch einen anderen Unterstellplatz extra. Da wäre auch noch Platz für ein Schneidwerk und alles. Und deswegen werden wir dann die Halle, wo jetzt Drescher und sowas drin ist, dann wohl für die Ballensachen nutzen. Ich würde sagen, das könnte Sinn machen. So, hier ist der Verkehr auch gerade durch. Mal gucken, ob hier ein zweites Fahrzeug kommt. Ne? So, hoch, weil wir wollen ja nicht gerade die... Wir wollen ja nicht die Straße schwadern. Ne? Ja, hier ganz hinten könnte das, wenn wir die kleinen Reste da sehen, fast sogar noch eine Spur sein. Müssen wir mal gucken. Wie es geht. Hier das Stück sieht wiederum eher aus, als wenn es nur noch eine Spur wäre danach. Können wir ein kleines bisschen weiter rüberfahren. So. Auch gucken wir in ein oder zwei Bahnen noch, das kriegen wir alles geregelt. Sollte nicht das Ding sein.
Hier muss ich das eh wieder ein bisschen breiter werden, das seht ihr. So. Das läuft aber wenigstens alles und das ist doch schon mal was. So. Die Spur haben wir. Gucken, wie gut wir es hier gedreht kriegen. Runter damit. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch einen kleinen Rest, den wir extra schwadern können müssen sollten. Ja, auch da habe ich nicht alles von mitgekriegt. Hier kommt jetzt wahrscheinlich ein Mittelstreifen. Den kriegen wir komplett mit. Und am Ende sind wir auch ein bisschen breiter. Also wir werden alle so eine Kleckerspur haben noch. Aber da können wir damit leben. So. Den Mittelblock hier, den brauchen wir wenigstens nicht dann noch eine Spur machen. Ja, das hier geht auch noch einigermaßen gut. Ja, jetzt kriegen wir links wieder ein bisschen mehr. Wenn einen halben Millimeter Rest überliegen bleibt, habe ich auch kein Problem mit. Bloß eine halbe Spur werde ich nicht liegen lassen, so viel ist es. Die letzte Spur hier ist schon ziemlich schwackelig. So. Da kommt der Verkehr gerade. So, wenn ich jetzt hier runter mache, werde ich hier auch noch eine kleine Grasspur machen, so wie es aussieht. Ich werde jetzt einfach hier mal einmal noch lang fahren und dann ist gut. Und dann werden wir mal eine Runde die Ballenmaschine bemühen. Wir werden Quaderballen machen, um auch den neuen Ladewagen dafür zu nehmen, um die auch gleichzeitig dann beim Abstellen stapeln zu können. So einfach ist es. Das ist die ganze Idee. Ich möchte jetzt aufpassen, dass ich die Spur da nicht kaputt mache. Ihr seht, hier sind so echt ein paar kleine Kleckerreste nur. Hier zum Ende hin, da werden wir noch wieder ein bisschen mehr haben. Aber hier ist theoretisch gesehen nichts. So, hier kommen nochmal die Reste. Aber wirklich eigentlich nicht der Rede wert. So, okay. Wir sind damit am Ende. Ich habe jetzt aus Versehen nicht hochgeklappt. Ich hoffe, ich nehme jetzt hier nicht das Schild mit. Ich fahre hier vorne nochmal ein kleines Stück. Aber nur ein paar Millimeter, wie ihr jetzt hier seht. Und mache eine kleine Grasspur damit. So, das war's schon. Ich falte das gute Stück zusammen. Wir machen uns auf den Heimweg. Haken es ein und dann geht's in die Ballentechnik. Und die werden wir dann mit dem Glas machen, weil das ist auch ein Glas. Ballenmaschine, ne? Das macht dann Sinn. So, erstmal parken wir den hier aber sinnvoll ein. So, einmal schön auf den Hof drauf geschmirgelt. So. Und da wollte ich das gute Stück hinstellen. Das macht Sinn, glaube ich. So. Einknicken noch. So. Passt. So, damit haben wir Zeter und Schwader schön nebeneinander stehen.
Das hat er schon mal. So, unsere erste Variante. Ich werde ihn jetzt mal einfach hier reinfahren. So, wir steigen aus. So, wenn wir jetzt hier gegenüber nämlich gucken, dann stellen wir fest, diese Halle hier ist schon leer. Also hier werden wir dann erstmal anfangen reinzustapeln. Wir werden Stroh nicht ganz so viel haben, deswegen gehe ich davon aus, dass wir Stroh einfach hier hinhauen und dass wir auf der Seite dann hier Gras machen oder sowas oder die Silage machen und dann brauchen wir noch eine freie Hälfte hier noch, ne, mit und dann hätten wir theoretisch gesehen noch einmal Stroh. Das heißt also, wir kriegen hier tatsächlich rein Heu und Gras und Silage und Stroh und das passt ja alles rein. Finde ich sehr gut. Dafür sollten wir oder können wir auf jeden Fall die Jungs hier schon mal rausfahren. Und mal gucken, ob wir die woanders noch unterbringen. Ich glaube, dass macht Sinn, wenn wir die Sachen hier reinstellen. Ich stelle den John Deere erstmal hier komplett ab. So. Und wieder aus. Da ist der Klaas, aber den nehmen wir jetzt noch nicht sofort, sondern ich skippe jetzt tatsächlich durch und werde einmal hier den freundlichen Drescher rausbemühen. Das erste Mal, dass wir unseren Drescher bewegen. Oh Gott, er hatte das Schneidwerk nicht dran. Da muss ich natürlich erstmal richtig hinfahren. Dass wir das Schneidwerk hier auch vernünftig aufnehmen. So, jetzt haben wir. Hat mich schon gewundert, dass wir plötzlich so schmal sind. Aber hier, da, also wir hätten auch nicht breiter sein dürfen, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. So, klar, Ernte ist noch nicht, aber wir haben hier noch wunderbare Unterstellmöglichkeiten mit dem Kollegen. So. Ne, passt also wunderbar dahin. Ich glaube, ich gucke sie jetzt aber nochmal. Jetzt ist die Halle, glaube ich, leer. Wir können hier einmal durchgehen. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, den Hänger habe ich vergessen. Okay. Das können wir aber auch kurz mit dem guten Klaas hier machen. So. Ja, hier vorne haben wir unsere ganze B- und Ballengeschichte. Die beiden Ballenhänger werden wir da, Maschinen werden wir da auch noch irgendwo reinbringen. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir noch den kleinen hier einmal rausholen. So. So, wie ich das hier gerade fahre, wird das alles überhaupt nichts. So. Können wir mal ein bisschen besser ranfahren. Ich weiß jetzt nicht, was der Klaas auf einmal hier hat, weil er will die. Habe ich nicht die passende Kupplung dran? Er nimmt die kleinen Hänger und sowas nicht. Okay. Und die Ballenmaschinen hatte er beide genommen. Das war nicht das Ding. So, gut. Aber wie gesagt, der Hänger ist auch nicht ganz so wild. Hier die Technik funktioniert. Okay. Regen wir uns also mal nicht auf. Wir haben noch genug andere Traktoren, mit denen wir es alternativ machen können. Ja, wie gesagt, ich sagte ja, wir fangen mit Stroh an und das werden wir jetzt auch mal machen. Wir fahren das mal hoch. Kleine knackige Kombo hier. Können wir erstmal schön eine Runde loslegen und werden eine Runde Heuballen machen. So einfach ist es. Dafür werde ich warten, bis der Verkehr rum ist. So. Ich werde das Ding runtersetzen, ich werde es anmachen und ich werde mit dem Kleckerrestspur hier anfangen. So. Machen also erst den kleinen Part hier weg. Fahre ich einfach nur mal drauf lang, er wird einfach nur die ganzen Reste jetzt aufnehmen. Ich werde jetzt, obwohl wir jetzt Stroh drin haben, man sieht ja das kleine Zeichen für Stroh, das ist schon Heu. Man sieht das ganz kleine Zeichen oben rechts an unserem Häufchen da. Das ist das Zeichen, dass es Heu ist und nicht Gras.
und gucken, ob wir hier irgendwelche anderen Reste über hinfahren können und ob er die als Heu dann deklariert oder ob er sagt, nö, so geht das nicht. Hier sind auch noch Reste. Hier vorne sind die nächsten Reste. Da haben wir die erste Spur mal so gefahren. So, Dolle. Ja, das nimmt euch auch noch schön auf. Nicht super viel, das sehe ich auch. Jetzt bin ich gespannt, ob er die Grassachen einfach mit reinschmeißt. Ja, er nimmt einfach. Ne, jetzt hat er dann. Wow, okay. Jetzt hat er da tatsächlich Gras draus gemacht. Wenn ich jetzt wieder über Heu fahre, macht er da wieder Heu raus. Ja, okay. Gar kein Ding. So, aber während wir hier unsere erste Spur fahren, sind wir auch leider schon wieder am Ende der Geschichte. So schnell geht's. Unsere Folge geht schon wieder zu Ende. Ja, wir sind mit der guten Ballentechnik unterwegs. Hier sehen wir unsere ersten Ballen machen. Ich werde jetzt hier tatsächlich die Folge nochmal so weit treiben, dass wir hier den ersten Ballen dann auch dann gleich zusammen haben und den noch rauslassen. So. Vielleicht wird er jetzt aufhören aufzunehmen. War schon mal ein bisschen vorsichtiger hier. Nicht ganz so schnell. So, da haben wir das Ganze. Und ich glaube, es war jetzt der Z-Knopf. Ja, genau. Jetzt habe ich nur. Haben wir zwei Rundballenmaschinen oder habe ich jetzt einen kompletten Fehler gemacht? Das ist kurios. Ein kurioses Ende. Ich habe die falsche Ballenmaschine genommen. Ja, ja, aber da können wir mit leben. Wir machen also Heu in Rund. Das ist also gar kein Problem. Vielleicht habe ich auch zwei Rundballenmaschinen gekauft, aber eigentlich nicht. Okay, wir machen also unseren Heu hier in Rund. Das ist kein Problem. Es sind trotzdem 4000 Liter. Das kriegen wir geregelt. Ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst passenden Daumen, Abo da. Alles, was ihr so da lassen wollt, auch an Kommentaren. Macht es einfach. Sage ich vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal.